wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind heute. Manche Menschen drehen jeden Cent zweimal um, bevor sie ihn ausgeben, weil sie an die Zukunft denken, entweder an die eigene oder an die ihrer Kinder. Andere Menschen wiederum geben das Geld mit vollen Händen aus, obwohl sie es vielleicht gar nicht haben. So wie einige meiner Gäste heute Nachmittag, die sagen, lieber heute gut leben, als für morgen sparen. Mona hat viele, viele Jahre sehr gut gelebt und dann schlitterte sie in eine finanzielle Krise und hat ihr Leben um 180 Grad ändern müssen. Hier ist die Mona. Wie hast du denn früher mal gelebt? Viel gearbeitet, gut verdient und auch ausgegeben. Als was hast du gearbeitet? Ich habe als Grafikerin gearbeitet, gerne und bin auch gerne gereist, habe also so alles ausgegeben, also alles, nicht alles. Aber halt schön gelebt. Gut, ja. Gemeinsam mit deinem Mann. Ganz genau. Wie viele Jahre ging denn das gut? Oh, jetzt muss ich rechnen. Also viele also Jahre oder? 20. Schon lange Zeit, ne? Lange Zeit, ja. Ja, ja. Und da habt ihr euch auch ein bisschen was zur Seite gelegt, gespart? Oder muss man, wenn man ein Unternehmen führt, letztendlich immer investieren und immer schauen, dass... Beides, natürlich haben wir auf die Seite gelegt, weil man hat ja immer eine unbekannte Nummer, die Steuern oder was auch immer, dass man bezahlen muss. Aber gross gespart, da wir keine Kinder hatten, eigentlich nicht, sondern im Jetzt gelebt. Was du jetzt kannst erleben... Das nimmt dir niemand mehr weg. Und das war auch gut so. Sehr gut. Ja. Bis zu einem zu einer schlimmen finanziellen Krise. Genau. Eurerseits, wann war das? Vor wie vielen Jahren? Das war vor 16 Jahren, 15 Jahren ungefähr. Genau. Was ist da passiert? Ja, da war natürlich die Wirtschaftskrise allgemein gekommen. Wir haben ein Grafikatelier gehabt. Gross viel Miete bezahlt und viele, aufs Mal eigentlich, viele unserer Kunden verloren. Und es war dann so, dass es ziemlich schlimm war, es war kein Geld mehr da und du musstest dein Leben ziemlich rigoros verändern, sage ich jetzt einmal. Ja, sehr. Was habt ihr beide gemacht? Also das Sparen bringt dann gar nichts, weil das geht dann ganz, ganz schnell weg, oder? Ja. Ja, wir haben dann alle Register gezogen, auch verschiedene Jobs angenommen, auch natürlich gefragt. Ich habe für Agenturen auch gefreelanced, gefragt, habt ihr uns Arbeit und so weiter. Aber das ist nicht gut. Die Leute rennen alle davon, wenn es einem nicht mehr gut geht. Wenn es einem gut geht, sonnen sie sich und wenn es nicht gut geht, ist es nicht gut. Das ist im Groß, genau. Ja. Dein Mann hat dann begonnen als Taxifahrer mitunter auch? Mitunter, genau. Hat aber auch für den Sexführer einen Sexführer gearbeitet. Und, was ist ein Sexführer? Das war ein Führer für die Erotik, wo die Mädchen und die Leute Inserate gemacht haben. Er ging von Ort zu Ort. Und so sind wir dann ins Rotlichtmilieu gerutscht. Da warst du 47, glaube ich, gell? Genau. Ja. Und irgendwann habe ich dann ein Inserat angeschaut, ging zu einer Russin und habe dann selber gearbeitet. Das. Als Prostituierte? Ja. Ja, und ich bin stolz darauf, möchte ich jetzt trotzdem sagen, weil der Brückenschlag wirklich riesig ist, von Geld haben zu kein Geld mehr. Wege, neue Wege finden. Aber wie geht das? Weil es ist ja komplett was anderes. Du warst ja schon 47. Ja. Du dein Leben schon. Wie macht man das, wenn man sich entscheidet, ich werde jetzt Prostituierte? Nein. Also wie geht das? Das geht man auf die Straße, stellt sich hin und wie ist das? Nein, das ist natürlich etwas, das man nicht entscheidet. Also ich hätte das selber auch nie gedacht. Nein, aber wenn du nicht mehr weißt, wie du dein Essen kaufen möchtest, wenn du nichts mehr weißt, wir waren so in der Depression, wir haben schon geschaut, wo wir den Hund hingeben, wo wir die Katzen hingeben, weil wir nicht mehr leben wollten. Also ich lächle jetzt ein bisschen, aber es war nicht lustig. Aber dann bin ich dorthin gegangen, die
Russin hat gesagt, ja super, Schweizerin, super, kannst du anfangen nächstes Wochenende. Und ich, und dann, jetzt kommt ein Gast, nimm ihn doch gerade. Mhm. Habe ich gemacht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe alles vergessen. Aber ich bin nachher ins Atelier, habe die 200 Franken hingelegt. Wir haben geweint, gelacht, weil plötzlich ein Ausweg, ein Licht am Ende des Tunnels. Also ich habe das nicht geplant. Na, und dein Mann hatte damit auch kein Problem? Natürlich ist das nicht einfach, wenn deine Frau plötzlich als Prostituierte arbeitet und gleichzeitig auch noch im Grafikatelier. Und ja, wir haben viel darüber gesprochen, aber da wir keine Ahnung mehr hatten, wir waren ja nicht mehr so jung, was können wir noch machen? Das Taxifahren bringt nicht genug Geld, um alles wieder zurückzuzahlen, um die Miete bezahlen vom Atelier, um die private Miete bezahlen, zum Essen bezahlen, Steuern und, und. Und wie lange ging das dann? Ich bin jetzt 60 und ich habe ja sicher 7, 8 Jahre habe ich immer wieder gearbeitet. Mhm. Und ich bin dankbar, dass ich nicht früh begonnen habe, weil ich unterdessen Mädchen sehe, die zu früh beginnen. Ich bin dankbar, dass ich nicht mehr muss an der Front arbeiten, sage ich auch gleich. Weil? Du musst nicht mehr an der Front arbeiten, weil du heute was machst? Heute bin ich Puffmutter. Und das ist schön, das ist toll, weil ich kenne die eine Seite, als ich noch Geld hatte. Das würde ich aber nie machen. Wie kommt man dazu? Was ihr wahrscheinlich alle denkt. Und auf der anderen Seite weiß ich, was es wirklich bedeutet, so zu arbeiten. Das heißt, die Sexualität ist zwar die Triebfeder, die die Männer dazu bringt, ins Freudenhaus zu kommen. Aber sie wollen natürlich mehr. Sie wollen Zuneigung, sie wollen vieles, das sie zu Hause nicht mehr bekommen, aus ganz verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil sie alleine sind oder was auch immer. Sie wollen viel, viel mehr. Dein Mann macht das mit dir gemeinsam? Ja, wir arbeiten immer noch zusammen, aber wir sind privat kein Paar mehr. Das haben wir nicht geschafft. Und ist das so, dass du sagst, heute lebst du genau wie damals, als ihr so viel Erfolg mit dem Atelier hattet? Oder legst du jetzt oder kannst du jetzt mehr Geld zur Seite legen? Also sprich, denkst du jetzt an die Zukunft? Nein, nein. Also erstens habe ich weniger Geld zur Verfügung, ganz klar. Alle meinen, man wird extrem reich, aber die Zeiten haben sich schon geändert. Also ich darf schon sagen, als ich gearbeitet habe, konnte man noch etwas mehr Geld machen als heute. Aber vor allem, was ich gelernt habe, ist, du musst im Jetzt leben. Was du jetzt erfahren darfst, das hält viel länger an wie jedes Geld. Natürlich lohnt es sich, ein bisschen auf die Seite zu tun. Aber wenn es dir schlecht geht, reicht das, was du gespart hast, nie. Der Punkt ist, wenn du sagst, du sparst nicht, weil du leben möchtest. Aber Wolfgang, der jetzt kommt, der würde gerne sparen. Würde gerne. Nur leider, so sagt er, darf er nicht. Das ist der Wolfgang. Hallo. Wolfgang. Es werden sich viele Leute fragen, wieso darf er nicht? Wir sind doch hier in einem freien Land. Darfst du ja sparen? Dürfte ich, ja. Ja. Aber das sind gewisse Umstände, was dazu führen, dass du nicht darfst, weil sonst muss das gleich wieder hergeben. Und zwar durch das, dass ich ja diese, man kann es ja offen ansprechen, diese Mindestsicherung habe oder unter anderem noch darfst nichts haben, musst du das hergeben. Und wenn du aber sparst, musst du das auch wieder aufhören oder du kriegst das nicht, sagen wir es so. Hast du sparen gelernt als Kind? Ja, aber nicht richtig. Also nicht wie man richtig spart, sondern man hat als Kind gelernt, man nimmt die Summe sich spart aus und geht dorthin und muss dort hinlegen und dann passt das. Aber wenn man richtig spart, haben wir leider nicht gelernt, sondern habe ich eigentlich erst gelernt durch das, was ich halt mache oder vorher gemacht habe oder halt wieder machen
möchte, bald es wieder geht. Genau, und jetzt reden wir ein bisschen darüber, was du gemacht hast und nicht mehr machen kannst und wieso du dort bist, wo du bist, nämlich als Bezieher der Mindestsicherung. Du bist 47 Jahre alt. Richtig. Ja, und du würdest schon gerne wieder mehr arbeiten und arbeiten. Was hast du gelernt und was hast du früher gemacht? Was habe ich früher? Ich habe Hofner gelernt. Eigentlich wollte ich Musik machen, aber dazu habe ich geheißen, da kannst du kein Geld verdienen. Habe mir halt was Gescheites gelernt, ne? Ja, habe ich Hofner gelernt und mit 18, 19 ist halt immer das der Traum, wenn du den Führerschein hast, irgendwann nichts Lastwagen fahren. Ne? Dann hat sich das ergeben, bin 10 Jahre im LKW gewesen. Und mich hat das Thema aber Geld, Finanzen, das hat mich immer interessiert. Ja. Als LKW-Fahrer 10 Jahre hast du ganz gut verdient, bis eine Reihe von Unfällen vorgefallen ist. Was ist da geschehen? Was ist geschehen? Na, ich habe noch 10 Jahre dann aufgehört, oder 12 Jahre, was waren. Und bin eben dort das dann mit der Freundin gearbeitet. Ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht. Und man hat in der Jugend auch nichts anbrennen lassen. Nicht? Und ist man hat das Auto dann immer nicht gern stehen lassen, sondern die 2 Kilometer hat man heimfahren müssen. Mhm. Und da ist meistens alkoholisiert? Genau. Ja. Da ist halt meistens was passiert. Meistens halt, Gott sei Dank, nie wer beteiligt. Mhm. Aber halt das Auto war halt immerhin, kann man sagen, alle 3 Jahre war es halt einmal hin. Mhm. Aber ganz nicht. Mhm. Okay. Ja, und somit kommt man dann in so ein Ding rein, wo man eigentlich, solange man arbeitet, kriegt man das Geld eh immer wieder. Kannst auf die Bank gehen, kriegst du es wieder, solange das hängt. Dass irgendwas reinkommt, kannst du machen, was du willst, da kriegst du wieder was. Ne? Aber als LKW-Fahrer kannst du nicht mehr arbeiten, weil... Nein, habe ich dann aufgehört, weil ich einfach dann in die Versicherungsbranche gegangen bin und eben dann ins Geldgeschäft, sage ich jetzt mal. Ne? Aber warum konntest du als Finanz- und Versicherungsmakler, wie es so schön heißt, nicht mehr weiterarbeiten? Weil es vor einiger Zeit, 2014 glaube ich war es, durch diese ganze Spirale, ja, dass das diese Unfälle gewesen sind und dann hast du keinen Führerschein lange Zeit, es hat Zeiten gegeben, da bin ich, glaube ich, 4 Jahre nicht mit dem Auto gefahren, weil er eben so lange weg war. Nicht? Und da ist natürlich in deinem Job auch nicht ganz so leicht, sag jetzt einmal, ja, weil alles kommt nicht ins Büro und somit musst du das, ja, wenn du das fahren kannst, wird es all weniger, das Geld. Und es kommt ja nicht wirklich selber ein, weil du selbstständig warst und musst du es selber zahlen hin und her. Und da kommt ja so eine gewisse Spirale daher und dann eine gewisse Vogelstrauß-Politik. Kopf in den Sand und nichts mehr hören, nichts mehr Ding. Ja. Und irgendwie hat halt ein Gläubiger, sagen wir so, einen Konkursantrag gestellt. Das, was ich übersehen habe wollen, keine Ahnung, ich habe mich halt nicht gekümmert darum, sagen wir es so. Das war dann eine Abweisung. Das heißt, der ist nicht eröffnet worden, es war einfach nur, weil der hat das Eröffnungsverfahren auch nicht gezahlt. Ich war nicht dort bei Gericht. Und sobald du die Abweisung hast, wird dir ja alles entzogen. Jeder Gewerbeschein, da brauchst du nicht mehr was schulden kommen lassen, ist alles weg. Und dann darfst du nichts machen. Ne? Dann kannst du von Pontius zu Pilatus gehen. Ich kann meinen Job, was ich eigentlich gern machen möchte, darf ich nicht machen. Und somit bin ich eben in diese Meldung zum AMS gegangen und habe mich dort wieder gemeldet. Ne? Okay, aber das heißt, du würdest gerne arbeiten, kriegst aber keine Arbeit, weil richtig, ja. Du keinen Führerschein... Nein, Führerschein habe ich schon, den habe ich schon lange. Den mit. Hast du jetzt, ja, aber ja. Kein Auto. Genau, kein Auto, ne? Weil ja sonst kannst du haben dürfen oder... Na gut, aber man könnte dir ja ein Firmenauto zur Verfügung stellen. Ja, da gibt es kein Firmenauto. Ne? Wir sind selbstständige Unternehmen im Unternehmen, sagen wir es so. Aber woanders arbeiten zum Beispiel? Ich weiß jetzt nicht, wie viel was ich geschrieben habe, aber du kriegst teilweise nicht einmal eine Rückmeldung. Mhm. Dann rufst du nur mehr an, dann kriegst du auch keine Rückmeldung, dann steht eine Woche später das wieder drinnen. Habe ich, glaube auf 4, 5, weiß ich, wie viel verstehen, 6, 7, 8 Mal hingeschrieben und bis jetzt keine Rückmeldung gekriegt. Ne? Und selbstständig darf ich nicht arbeiten, weil ich keinen Gewerbeschein habe und weißt du nicht kriegst. Du musst eine Zeit lang warten, bis du den wieder kriegst. Jetzt musst du das alles aussitzen. Als Hafner arbeiten, das was du gelernt hast? Nein, das ist auch gesundheitlich nicht mehr. Das haben wir, damals haben wir sich halt raniert mit dem Kreuz und mit dem ganzen Frier hat man halt nicht so aufgepasst. Mhm. Und Hafner habe ich selber, ich habe es zwar gelernt, aber gemacht nie. Wir haben eigentlich nur Fliesen gelegt, hauptsächlich. Na gut, ich bin gespannt, was Bettina zu dir sagt. Bettina ist eine kleine Angestellte und sie sagt, also viel auf die Seite legen kann sie sich nicht. Hier ist die Bettina. Hallo. Bettina, hallo. Hallo. Was machst du denn beruflich und wie lange schon? Ich bin im Handel, Kassenaufseher Stellvertretung, 25 Jahre. Okay, der Job macht dir Spaß? Ja. Ja. Meistens nicht immer, aber meistens. Das ist immer so, ne? Dass ein Job einem so. Manchmal mehr, manchmal weniger Spaß macht. Wie schaut es aus mit dem Sparen? Weniger, weil als Handelsangestellte hat man nicht so viel Geld, bringt man nichts weg, man muss alles alleine bestreiten,
ob das Wohnung ist oder Auto. Also von Sparen her bringt man nicht viel weg, aber ich gönne mir das, was ich will. Was ist das zum Beispiel? Ja, wenn ich mir halt einen Urlaub fahren will, gönne ich mir das. Wenn ich halt für Mode ausgehen will, gönne ich mir's. Egal wie, aber ich gönne mir's. Ich spare nicht. Ein bisschen was hast du auf der Seite oder gar nichts? Eigentlich nichts, nein. Okay. Nein. Ist das gescheit, wenn man denkt, weil es könnte ja so wie der Mona, könnte es dir mal gehen, dass du wirklich nicht mehr weißt, wie du deine Rechnungen bezahlst? Doch, es gibt immer einen Weg. Was sagst du zum Wolfgang? Zum Wolfgang sage ich, also Mindestsicherung, das ist überhaupt tabu für mich, weil man kann arbeiten. Wenn man halt zwei gesunde Füße und zwei gesunde Hände hat, kann man arbeiten. Es gibt so viele Jobs zum Annehmen, wenn man will. Und da sehe ich es auch richtig, dass die Mindestsicherung, dass man da viel abgeben muss. Weil wir müssen arbeiten, 40 Stunden die Woche, 11 Stunden im Geschäft, 9 Stunden arbeiten und das ist eine ganze Woche und das ist mir sicher viel Arbeit, was wir Leistung bringen müssen. Und ich sehe halt ein, dass man halt für Leistung bezahlt wird und nicht fürs Nichts tun. Das ist richtig. Aber es kommt halt auch immer darauf an, was du kriegst. Nicht? Wenn ich es jetzt nicht hätte, auch wenn ich arbeiten gegangen, hätte ich nicht mehr, als was ich jetzt habe. Jawohl. Nein. Ich glaube schon, dass man da mehr hat, als für bei einer Mindestsicherung. Nein, weil man das angezogen wird, weil gewisse Sachen offen waren. Das weißt du, ob jetzt 1215 oder 2000 verdient, ich kriege halt nicht mehr, als wenn 1000 auszahlt. Okay, das ist, weil du in Konkurs gegangen bist. Nein, bin ich ja nicht. Das sind andere Sachen, die halt noch offen sind. Banktechnisch, diese Schulden, die halt angehaftet worden sind durch diese, okay, durch diese Blödheiten. Ne? Das haben aber andere auch und müssen trotzdem arbeiten. Das. Ich tue es ja gerne, wenn ich das mache, was mir Spaß macht. Ne? Das zum Beispiel, dass ich mich da einstelle, 12 Stunden lang macht mir keinen Spaß, das ist so, was die meisten machen. Der geht in der Früh auf, geht in der Arbeit, ist frustriert, weil er 12, 16 Stunden drinstehen muss. Ja. Und kriegt dann 1100 dafür. Wir müssen auch arbeiten. Wir müssen auch arbeiten und unsere Leistung bringen. Egal, ob wir heute wollen oder nicht. Ja, ich will eher. So ist es ja nicht. Aber nach 350 wirst du ein wenig vorsichtig, mich auszuschreiben. Okay, ich bin ein Gegner, der was halt nichts tut. Also jeder, was gesund ist, was zwei gesunde Hände hat und kann arbeiten, wenn er will. Ich bin nicht in deiner Meinung. Also ich kenne das selber am eigenen Leib. Ich wollte arbeiten, will und ich bekomme nichts. Und die Leute behandeln dich sehr oft, wenn du das zugibst, was du jetzt zugibst, wirklich wie eine ansteckende Krankheit. Das ist richtig, ja. Und irgendwann hast du keine Ahnung mehr. Bist ein Aussätziger. Genau. Also ich denke, so kann man sprechen, wenn man einen Job hat, wo man sich sicher fühlt. Nach der Selbstständigkeit habe ich 600 Euro gehabt, wo sie 300 Euro so ein AMS einbehalten hat. Ich habe mit 300 Euro Miete zahlen müssen und leben müssen. Das heißt, ihr lebt vom Steuerzahler. Wenn ich Miete gezahlt habe, ist mir 50 Euro geblieben. Aber ihr lebt vom Steuerzahler und vom Staat? Ich möchte, aber ich darf nicht. Ich möchte selbstständig weiter da, weil das will ich. Ich kann es nicht, dass ich mit 12 Stunden einstelle. Darum bin ich auch Lastwagen gefahren. Weil wir waren zwei angestellt, wir haben zwei Zeit gehabt, aber ich war frei. Ich bin eingestiegen ins Auto und den ganzen Tag habe ich mir meine Zeit selber eingestellt. Bevor ich fertig war, war ich fertig. Nein, es geht auch sicher immer leichter, gell, Bediener, wenn man einen Partner zur Seite hat. Also als du noch verheiratet warst, ist es finanziell auch besser gegangen. Und, ja, klar. Und, zu zweit. Der Wolfgang ist auch allein. Ich bin auch Single, glaube ich. Ja. Ein Doppelverdiener ist immer besser als wir alleinig. Nicht? Man hat viel mehr zur Verfügung. Nicht? Wenn du viel mehr Geld zur Verfügung hättest, was würdest du denn gerne machen mit dem Geld? Du hast ja schon einmal in dich selber investiert. Ich darf es in mich selber investieren, ja. Was hast du denn schon gemacht? Machen lassen, besser gesagt. Ja, sagen wir mal so, ich gebe viel fürs Äußere aus. Mhm. Zum Beispiel, ich darf es für mich selber fürs Äußere ausgeben. Ja. Die Augenlider hast du dir schon, glaube ich, machen lassen? Ja, die habe ich schon machen. Und was wäre, wenn? Wenn? Wirklich, ja. Ja, Facelifting oder sowas, okay. Das kostet natürlich viel Geld, da die investieren. Und könntest du dir das wegsparen? Irgendwie, wenn ich mir sparen kann, spare ich so lange, bis ich das Geld habe. Mhm. Dass ich mir es leisten kann. Ja. Das kann man ja nicht, wenn sie sagt, sie kann sich nichts auf Zeit legen, glaube ich nicht. Aber man kann es hinbringen, dass man es schafft. Mhm. Dass man es sich leistet. Der Wolfgang meint, wenn du wolltest, könntest du. Ja? Also du könntest dir das wirklich wegsparen. Wenn ich will, ja. Wenn ich jetzt wirklich das will und sage, ich möchte das nächstes Jahr machen. Wenn es dein Ziel heißt. Oder wenn es dein Ziel hat. Wenn ich ein Ziel habe, dann setze ich das um. Wolfgang, und irgendwo zu arbeiten beginnen, einfach, dass du wieder reinkommst in das, und dann halt bringt auch nichts in deinem Fall? Ja, ich mache echt teilweise was. Aber halt, es bleibt dann im Endeffekt nicht mehr über, was sonst überbleibt. Okay.
Und somit warte ich, sitze ich das jetzt aus und das wird hoffentlich nächstes Jahr gar. Und dann mache ich das wieder, was ich die letzten 16 Jahre gemacht habe, weil ich investiere in eine Ausbildung, was ich gemacht habe in deinem Fall, ne? In das Ganze, in das Wissen, was ich als Ausbildung genommen habe. Weil wenn ich was investiere, investiere ich es auch in mich, aber in Bildung und in Wissen, weil das ist das Schnellste, was man heute braucht. Es werden immer mehr. Das Wissen dreht sich immer mehr. Das heißt, man muss immer am Stand bleiben und somit. Du, eine Lehre noch einmal beginnen, kommt also nicht in Frage? Nein, ich weiß es nicht, das war's. Okay, gut. Wir werden nämlich gleich Wiens ältesten Lehrling seiner Zunft kennenlernen und wir werden auch erfahren, warum Geld sparen sogar gefährlich sein kann. Bis das immer wieder. Sie haben sich zu Hause wahrscheinlich gemütlich gemacht und haben die Sendung vielleicht mitverfolgt oder gerade auch eingeschaltet. Wenn Sie einmal Lust haben, hier nach Wien auf den Königlberg zu kommen und live dabei zu sein, dann rufen Sie uns doch bitte an. Die Telefonnummer der Publikumsredaktion sehen Sie jetzt gerade eingeblendet. Wir reden in den letzten Monaten, Jahren ja sehr viel über Geld. Geld ist ein Thema, bewegt uns immer mehr. Und heute reden wir darüber, ob es besser ist, das Geld auszugeben und es sich gut gehen zu lassen oder doch lieber eines auf die Seite zu legen. Wir haben auf der Bühne drei Gäste bereits kennengelernt, Mona, Wolfgang und Bettina. Mona hat, vielleicht beginnen wir gleich mit der Mona, weil der Herr etwas zu sagen hat zu dir, lange Jahre erfolgreich als Grafikerin gearbeitet und dann kam es zu einem finanziellen Crash, also zu einer Krise und nach reiflicher Überlegung hat Mona zuerst als Prostituierte gearbeitet und ist heute Bordellbesitzerin. So. Und du magst das sagen. Ja, ich hätte mal eine Frage. Wie haben Sie das nachher gemacht mit den Steuern? Mit was? mit den Steuern. Wie ich das gemacht habe? Ja, weil ich war nämlich auch 42 Jahre in der Schweiz, oder? Und ja, ich habe auch Probleme überkommen mit den Steuern, mit den Steuern. Ja, ich verstehe schon. Und darum ist das ein Unterschied. Sie hätten es vielleicht leichter, weil Sie Schweizerin sind. Und ich war trotzdem immer noch ein Ausländer, oder? Also du hast in der Schweiz gearbeitet und hast nicht so viel verdient, dass du dir ganz viel Geld zur Seite legen konntest? Nein. Das heißt immer, das reiche Land? Nein, ist nein. Die Steueramt, ja. Das müssen Sie ja wissen, ja. Die Namen nicht schlecht, oder? Gut, aber ich meine, ich nehme an, dass die Mona brav versteuert, nicht? Absolut. Und wenn dem natürlich. Nicht so wäre, würde alles sie es auch nicht sagen. Noch eine Frage zu Mona. Findest du den Weg, den sie gegangen ist, interessant oder findest du das mutig oder sagst du, das geht gar nicht? Ja gut, es ist mutig. Mhm. Ne? Danke. Ich meine, es ist schwierig, überhaupt eben einen Weg zu finden, eben Arbeit, gerade in der Schweiz. Ne? Mhm. Wobei eben, wie gesagt, ein Schweizer hat es leichter oder enger, also wie zum Beispiel ein Ausländer, oder so wie ich. Die Frage ist natürlich, die wir heute auch klären, und da wird sich schon jeder seine Gedanken machen, ob es klug ist, das Geld auszugeben, im Moment zu leben oder einfach quasi zu sparen und zu schauen, es werden vielleicht schlimmere Zeiten kommen. Bitte. Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn ich normal verdiene, normal arbeite, dann kommt mir schon der Gedanke, dass eigentlich Sparen nicht viel bringt. Und dann ist es ja wesentlich besser für alle, wenn ich meinen Verdienst in die Wirtschaft gebe, investiere, ist ganz gleich, wie die Frau gesagt hat, in irgendein Kosmetik, in Gewand, in Kleidung oder in den Moment genießen und nicht an die unsichere Zukunft denken. Unsicher, ich will es gar nicht sagen. Wir haben in unserer Jugendzeit auch keine sichere Zeit. Es hat immer gehofft drauf. Und so was haben Sie beruflich gemacht? Heute die Jugend über Landwirtschaft gehabt. Okay. Das heißt, Sie haben keine Lehre gemacht, sondern sind ja, Lehre schon, ja, aber heute halt in Richtung Landwirtschaft. Könnten Sie sich vorstellen, mit so 30, 34, keine Ahnung, also später eine Lehre zu beginnen, wäre das für Sie vorstellbar gewesen? 30 eventuell schon noch. Obwohl man dann mitunter, was?
Ernst, machen schnell, ich habe noch so vergessen. Zum Abschluss möchte ich nur sagen, mir hat einmal ein Freund gesagt, wo es Geld ist, ist der Teufel. Und wo keins ist, sind zwei. Wie ein schöner Satz zum Schluss. Oh je. So, jetzt habe ich ihn aber schon gefragt, den netten Herrn mit dem lustigen Spruch, ob er denn gerne eine Lehre gemacht hätte. Eine späte Lehre. Norbert, du bist 34. Was machst du? Ich darf seit einigen Monaten einen Rockfunk-Lehrgang machen. Wieso mit 34? Im Grunde war es ein Kindheitswunsch. Es ist dann über die Schule, über die eigene Entwicklung so weit gekommen, dass ich die Schule abgebrochen habe. Habe dann 16 Jahre im Bund gearbeitet, das ist bei der Österreichischen Post. Habe diesen Job freiwillig aufgegeben aufgrund meines Kindheitswunsches, den mir dann ein Freund von mir ermöglichen konnte. Okay. Und das war schon ein mutiger Schritt, weil ich meine, du hast wahrscheinlich beim Bund relativ gut verdient. Also besser als jetzt, ne? Das auf jeden Fall, ja. Also das sind schon finanzielle Einbußen, die du jetzt... Finanzielle Einbußen auf jeden Fall, ja. Und Entschuldigung, wie ist das in der Schule? Du könntest ja schon der Lehrer sein. Die Berufsschule, ne? Ja. Es ist halt, von dem her habe ich kein Problem damit. Es ist halt nur ein eigenartiges Gefühl, wenn du einen Menschen siehst, der eigentlich theoretisch dasselbe lernen wollen wie du und aber deine Kinder sein könnten. Ja. Wie lange dauert denn die Lehre? 3 Jahre, ganz normal. Okay, dann bist du 37 und kriegst wahrscheinlich sehr schnell einen Job. Hoffentlich. Das kann man nicht aussuchen. Auf alle Fälle bringst du den Menschen viel Glück, wenn man dich sieht. Das ist schon mal super. Bitte, was? Wir wünschen ihm viel Glück. Wir wünschen natürlich, ja genau. Dankeschön. Michael kommt jetzt, der warnt. Er sagt, Sparen kann sogar gefährlich sein. Hier ist der Michael. Hallo. Michael, gefährlich, weil es den Sparstrumpf unterm Polster tust und er könnte gestohlen werden? Oder wie meinst du das? Mit Sparen kann gefährlich werden. Ich sage einfach Schlagwort, der Börsencrash 1929. Ja. Also wenn ich jetzt viel Geld hätte auf der Bank, wäre ich momentan sehr nervös. Ich würde das irgendwie versuchen, zu festen Dingen zu bringen in irgendeiner Form. Okay. Aber was machst denn du beruflich? Ich verkaufe Bier. Also, gut. Leidenschaft. Ich braue auch Bier. Okay. Sehr gerne. Du hast eine Familie, du hast 3 Kinder. Familie, 3 Kinder, ja. Und ihr könnt davon leben? Vom Bier verkaufen, ja. Okay, gut. Was machst du noch nebenbei? Zweites Standbein ist Musiker, Kabarettisten-Karriere. Okay. Die es einige Zeit schon gibt, genau. Gut. Geht auch gut? Geht super. Also du musst dir keine Sorgen ums Geld machen? Ich muss mir keine Sorgen machen ums Geld. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer im Leben den Weg so eingeschlagen habe, dass ich das mache, was mich wirklich zart, wie man so sagt. Okay. Und das, was der Herr gerade erzählt hat, finde ich ganz großartig. Also das ist ja, unser System schafft es leider nicht immer oder sehr spät dann oft, die Menschen dazu zu bringen, das zu tun zu können, was sie wirklich können, wo die Berufung liegt. Deswegen bist du für? Deswegen bin ich für ein System, wo man ganz anders denkt. Also zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen ist so ein Schlagwort, wo dann das System sofort sagt, geht nicht aus diesen und jenen Gründen, funktioniert nicht. Hin und her ist in diesem System, wie es jetzt ist, rechnerisch auch nicht möglich. Mhm. Aber in meiner Welt, in meiner Utopie-Welt, wo ich aber überzeugt bin davon, ja, dass das keine Utopie sein muss, sondern dass das durchaus möglich ist, das schnell umzusetzen, gibt es für jeden Menschen in dem System absolute Absicherung. Also da gibt es niemanden mit Existenzängsten, ja, wie ich da gehört habe, da ist jeder abgesichert, 100%. Und wenn ich mehr will, dann muss ich halt was tun. Folge meiner Berufung und kann mehr verdienen. Das ist absolut möglich. Kannst du das kurz skizzieren, wie das ginge? Also was passieren müsste? Ohne Zahlen zu nennen, weil Zahlen sind schwierig. Ja, also es wäre möglich und wenn, wie? Ja, also man braucht nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen, nicht? Weil es ist ja jetzt egal, ob ich Arbeitslosengagen auszahle als Staat oder ob ich gleich sage, jetzt kriegt jeder einen gewissen Sockelbetrag, mit dem er super leben kann oder super leben kann, wo einmal die Basis gesichert ist, wo ich nicht kämpfen muss um meine Wohnungsmiete und um das, dass ich was zum Essen habe, etc. etc. oder solche Geschichten, wie ich da gehört habe, Wahnsinn, nicht? Also ganz arg für mich. Das muss abgesichert sein und das geht ganz leicht, behaupte ich. Und gleichzeitig, Entschuldige,
Ich muss noch was Wichtiges dazu sagen. Gleichzeitig brauche ich aber ein System, das noch weitere Komponenten beinhaltet, damit verbunden. Das funktioniert nur im Paket mit einem fließenden Geldsystem. Also nicht verzinstes Geldsystem, sondern ein fließendes Geldsystem, dass man Geld ausgibt und nicht hortet. Weil dann haben wir genau diese Exponentialfunktion, dass dann ganz wenige ganz viel besitzen, wie wir es jetzt haben, und die Masse sich die Schulden teilt. Das ist ja so. Das heißt, wenn jeder zum Beispiel hätte dieses bedingungsloses Grundeinkommen ca. 1.000 Euro, oder zum Beispiel, immer, ne? Das hätte jeder, das heißt, man könnte, auch wenn man nicht arbeitet, davon leben. Jeder. 16 oder gut. 14 oder und das, was man macht, macht man dann echt nur aus Spaß. Jeder folgt seiner Berufung. Aber wer macht dann diese Arbeiten, die man halt nicht so gern macht? Also die muss man halt höher dotieren. Also Müllabfuhr oder all die Dinge, wo man jetzt sagt, da wird es wenig geben, die sich drum reißen. Müsste gut bezahlt sein. Müsste besser bezahlt sein. Oder junge Menschen, die sich was aufbauen wollen, machen das 2 Jahre und können dann... Okay. Da gibt es sicher viele Ideen. Wichtig ist, mir ganz wichtig ist, dass man sagt, das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert nur mit einem fließenden Geldsystem. Also das nicht Verzinst ist, sondern Negativzins, was wir jetzt witzigerweise ja fast haben. Ja. Und am sozialen Bodenrecht. Wichtig ist, dass wenn man auf so ein System umsteht, nicht am Tag X alle, die viel haben, in Grund und Boden flüchten können, sondern das muss man eben so regeln, dass der viel Grund und Boden, Immobilien und sonst was besitzt, dementsprechend dann auch mehr in den gemeinsamen Topf für Straßenbau, Schulbau etc. Das Leben wäre so schön, gell? Einbezahlt, ja, es ist aber alles ganz leicht rechnerisch da. Und man braucht unabhängige, freie Medien. Aber das ist auch ganz wesentlich. Ich möchte den Patrick dazu holen, weil der Patrick jung ist und der sagt, Erfolg ist planbar. Wenn man jung ist, hat man ja auch so seine Ziele. Aber der Patrick ist jemand, der wirklich sein Ziel vor Augen hat und genau in diese Richtung geht. Hier ist der Patrick. Du bist 20 Jahre alt. Ja, genau. Und du bist Unternehmer im Online- und Finanzbereich. Ganz genau. Ich habe meinen Berufseinstieg mit einer ganz normalen Lehre gemacht als Mechaniker. Und die habe ich fertig gemacht, aber die Arbeit im Dreck und unter den Autos, wenn es kalt war und so weiter, das hat mir einfach nicht getaugt, sage ich mal. Und durch einen Freund bin ich dann auf die Online-Branche gekommen. Das hat zu tun mit Bitcoins. Das ist eine Kryptowährung, die nur im Internet ist und genau, im Großen und Ganzen. Ein bisschen kompliziert für jemanden, der sich da nichts vorstellen kann, aber genau. Du bist der Meinung, irgendwann wird es das geben, hier gescheit. Also das generell. Wird es so sein wie Handy gab es ja früher auch nicht und heute ist es in allem Munde und nicht mehr wegzudenken. Also der ganze Markt geht immer mehr ins Digitale, mit dem Internet, mit den Medien und in Amerika zum Beispiel ist es schon gang und gäbe, dass man mit dem Handy im Café oder im Einkaufsbereich, dass man Arbeit, also bezahlt. Und das wird auch nach Österreich kommen, definitiv. Und Österreich ist immer mehrere Jahre... Und dann bist du vorne dabei. Genau. Dann bist du dabei. Und du bist 20. Genau. Ich meine, mit 20 wissen noch viele Menschen gar nicht, was sie wollen vom Leben. Stimmt. Wieso weißt du das so genau? Ich habe mich sehr früh also mit finanziellen Sachen befasst und seit ich klein war, wollte ich reich werden. Und das wollen wir ja alle. Genau, das wollen wir alle, stimmt. Oder fast alle. Nicht alle, aber genau, fast alle. Jedem das sein. Aber ich sage mal, das Alter hat nicht wirklich was mit dem Menschen direkt zu tun, weil es immer darauf ankommt, was der Mensch erlebt hat. Und das heißt immer, wenn man ein Unternehmen aufbaut, da muss man investieren, da kann man gar nicht so viel sparen, weil da muss man ja irgendwie dabei sein. Kannst du sparen? Schaffst du das? Ich sage es einmal so, ich schaue, dass ich mindestens 50% meines Einkommens sinnvoll investiere jedes Monat, damit ich mir für meine Zukunft auch Reserven aufbauen kann. Und das ist ein
extrem wichtiger Teil. Das heißt, du gehst, für jeden Menschen. Ja. Das heißt, du gehst nicht aus und gehst mit den Freunden mal auf Partys und so, sondern du bist... Doch, natürlich. Aber da trinkst du nicht hemmungslos? Nein, tue ich nicht. Okay, sondern du bist eher der sportliche Typ. Ganz genau. Da hattest du auch ein Ziel vor den Augen, nicht? Mhm. Ja. Also ich war letztes Jahr bei der Mr. Universe in England und da habe ich den ersten Platz gemacht als Bodybuilder. Danke. Danke. Wie lange hast du denn trainiert? Seit klein auf habe ich Kampfsport zuerst gemacht. Okay. Und danach bin ich dann in den Fitnessbereich gekommen, wo die älteren Freunde trainieren gegangen sind. Mhm. Ah. Wo hast du denn da trainiert? In der Karibik oder ist das eine Creme? Nein, das ist eine Bräunungscreme, okay, damit die Muskeln mehr zum Vorschein kommen. Okay. Da ist jetzt aber jetzt nicht mehr so viel da, oder? Ist nicht mehr so viel da, nein. Okay. Ich konzentriere mich jetzt seit über einem Jahr also nur noch auf das Geschäft sozusagen. Und natürlich betätige ich mich sportlich noch. Hast du eine Idee für Wolfgang? Ihr seid ja quasi so ein bisschen im ähnlichen Geschäft. Ja, definitiv. Also wenn man sich seine Ziele wirklich schriftlich festsetzt und die auch jeden Tag verfolgt. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, lese mir jetzt meine Ziele durch und so starte ich auch einfach mit Motivation in den Tag hinein und weiß jeden Tag, wo ich hin möchte. Weil die meisten Menschen, Entschuldigung, die wissen nicht, wo sie hin möchten. Das ist so, wie wenn jemand einen Berg erklimmen will. Wenn der keinen Plan hat, wie es darauf geht, wird er auch nie raufkommen. Diese Ziele sind auch festgelegt bei mir, auch schriftlich. Wirklich? Das System lässt einfach nicht. Ganz einfach. Mhm. Es ist, wie ich gesagt habe, was tut heute jeder? Es geht heute jeder arbeiten, weil er arbeiten gehen muss. Das der Bediener auch? Finde ich gut. Ja. Er ist jung, er hat Möglichkeiten. Finde ich gut von ihm. Ja. Gute Idee. Aber findest du auch Michaels Idee gut? Dieses, dass jeder gleich viel Geld einmal hat und dann kann man immer das machen, dann könntest du in deine Schönheit investieren. Der Meinung bin ich nicht, dass jeder gleich viel hat. Nicht jeder gleich viel, aber jeder hat einmal so viel, dass er sorglos leben kann. Das wär schön. Ja, das wär okay. Aber es gibt Menschen, Michael, die sagen, sie sind nicht dafür. Also es ist immer wieder jetzt dieses Thema hier in der Sendung angesprochen worden, des Öfteren schon. Ich denke, wir folgen und ich finde es super, wenn ein junger Mensch motiviert seine Ziele verfolgt. Allerdings, was ich sage, ist die Art und Weise der Ziele. Also wenn das Wichtigste ist im Leben, dass man reich wird und möglichst viel Geld hat oder mehr als die anderen, dann ist das für mich eine komplett falsche Zielsetzung. Das sollte ein Thema sein, das nicht notwendig ist, weil in einer gesunden Welt gibt es keine Existenzängste und jeder folgt seiner Berufung, wird Rauchfangkehrer oder was auch immer anzahlt. Und dann müssen die Themen und die Werte müssen sein, Liebe, Energie, Freude und solche Dinge. Und nicht, wie kriege ich mehr Geld. Das ist... Nein, das hast du ja nicht. Liebe und so hast du ja in der Familie. Ja, natürlich. Aber zum Michael. Ja. Dieses Konzept, was er vorgestellt hat, das ist eben nicht Realität. Mhm. Und unser Leben, so blöd es klingt, wird einfach bestimmt von Geld. Mhm. Und, weil wir alle dran glauben, an den Schmäh. Das ist so, je mehr Leute irgendwie munter werden und merken, dass das nicht geht. Vor allem die Schweiz, ja, die tolle Schweiz, ja, die ja quasi für Geld und Wirtschaft und so weiter steht, hat ja dagegen entschieden, oder? Gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja, natürlich. Es wird auch nicht funktionieren, denke ich, weil wir Menschen sind grundsätzlich verschieden. Wir haben verschiedene Ziele, verschiedene Träume. Du kannst uns allen je 1'000 Franken geben und ich denke, der eine wird irgendwann 1 Million in einem halben Jahr haben und der andere hat vielleicht nichts mehr. Mhm. Also ich finde das schwierig. Mona, weil Patrick sagt, wenn man Ziele hat und sie verfolgt, erreicht man sie auch. In der Situation, wo ihr damals wart, hätte auch eine Zielvorgabe nichts genutzt. Nicht? Also als ihr... Nein, hätte nichts genutzt. Mhm. Das Ziel war zu überleben, aber wie? Dann ist natürlich die Suche. Wo suchst du? Suche hat auch mit Glück zu tun, oder? In meinem Fall finde ich jetzt mit Flexibilität. Okay. Irgendwas Überraschendes anzufangen, ohne zu wissen, wohin es führt. Vor allem der Patrick, du bist ja so in der Familie auch geprägt. Dein Bruder, er war glaube ich vor 6 oder 7 Jahren sogar bei mir in der Show. Genau. Der war so ähnlich drauf wie du. Und der ist seinen Weg gegangen und ist heute in Los Angeles, glaube ich. Genau. Mit den Stars unterwegs. Hat einen Privatjet, hängt mit Justin Bieber ab und so. Und wie geht das? Der ist ja noch gesessen, so als quasi, ich habe Träume. Ja, der hat auch jeden Tag also wirklich den Fokus auf das Wichtige gelegt und hat nur danach gelebt und hat sein Ziel auch
definitiv erreicht. Ist er ausgelacht worden von vielen? Haben viele definitiv gesagt, schon, also es gibt, egal in welchem Bereich, es gibt immer Neider. Und ich sage mal, der Neid ist der Tod für die Gesellschaft. Aber das ist es, sobald du beneidet wirst, was du das 100% unterschreibe ich das. Super. Ja. Mhm. Aber du bist neidig sind, hast du gewonnen. Ja. Und bist du akzeptiert? Ja. Wenn du sagst, du bist Neider hast, dann weißt du, dass das geschafft hat. Genau, Neid muss man sich erarbeiten, heißt das ja, auch so schön. Der Patrick hat ein Ziel und das ist Erfolg und Geld und dass du mal ein super Leben hast. Und die Heidi, die jetzt kommt, ist sich sicher, dass je weniger man besitzt, desto freier wird man. Hier ist die Heidi. Mhm. Heidi, wie bist denn du aufgewachsen? So wie die Heidi, die wir alle kennen? Ja, fast. Ja, ja. Also ich bin aus Südtirol und bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Schön. Genau. Ja, schön und hart. Das stellt man sich jetzt vielleicht so schön vor. Es ist im Kopf romantischer als in der Wirklichkeit. Was hast du denn dann gelernt? Arbeiten. Ja, wir haben immer müssen, also wir haben Apfel. Also Apfelbauern. Und wir haben immer, also seit ich denken kann, musste ich im Herbst immer Äpfel klauen gehen und die anderen seien schwimmen gegangen und so. Und ich und meine Geschwister natürlich. Ja. Wir mussten immer arbeiten gehen. Und den Hof hat wer übernommen? Jetzt haben wir sind zu sechst und drei meiner Brüder haben den Hof übernommen und erweitert. Und was hast du dann beruflich gelernt oder weitergemacht? Ja, ich habe dann, bin nach Wien eben nach dem Studium. Ich habe bei uns gab es noch die Lehrerbildungsanstalt. Ja. Ich wollte Volksschullehrerin werden. Eigentlich wollte ich Entwicklungshelferin werden. Nur weg von der irgendwie Äpfel. Bin ich das jetzt geworden. Ja. Und dort dann wieder bei der Öpfel bist. Bitte? Dort warst dann wieder bei der Öpfel bist, bei der Entwicklungshelferin. Ja, vielleicht. Und bin dann nach Wien und habe hier studiert. Okay. Also Pädagogik und Sozialwissenschaften. Mhm. Ja, und habe dann soll ich ein bisschen erzählen? Ein bisschen erzählen, ja. Und habe dann als Sozialwissenschaftlerin gearbeitet, lange Zeit, ein paar Projekte geleitet. Und gut verdient? Ja. Irgendwas weggespart? Ja. Weggespart oder hast du in den Tag hineingelebt und das Leben genossen? Nein, also ich habe eigentlich nie gespart. Okay. Also nie an die Zukunft gedacht? Nein. Mhm. Nein, ich habe immer darauf geschaut, dass ich das, was ich im Moment mache, dass mir das... Also Spaß, das klingt so salopp, dass es mir Freude macht, dass es mich erfüllt, dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Begeisterung über das, was ich mache, auch weitergeben kann. Mhm. Also das war mir immer wichtig, dass ich einfach am Ende vom Tag sagen kann, super. Wow. Da, wo du jetzt eigentlich bist, nicht? Jetzt ja, bist und, du jetzt genau mache ich, da. Und jetzt noch mehr. Ja, ja. Weil was machst du jetzt? Ja, jetzt singe ich und jodle ich und tue das mit den Menschen, die das gerne mit mir tun. Wir haben das hinten zuerst gemacht, das ist super. Okay. Also du lehrst auch? Ja, vor allem. Also das war so, ich wollte immer von der Musik leben. Okay. Und das habe ich mir nicht zugetraut und dann habe ich gesagt, nein, von Musik kann man nicht leben. Und so. Aber es war immer ein Traum und es schwirren so viele Gedanken herum und so. Man sagt, man muss die Träume leben und man muss so. Ja, aber wir... Wie tue ich das? Ja. Und irgendwann, und ich habe immer gespürt, dass ich gern was weitergebe, dass ich total gern lehre. Aber ich habe auch nie gewusst, was ich unterrichten soll, weil ich in die Schule gehen, also ich war selber so glitten unter der Schule. Ja. Das war nicht möglich. Und jetzt habe ich irgendwann dann so die Kurven gekratzt und geschafft, also ich singe gern, ich jodle gern und ich habe dann begonnen, das mit Menschen zu tun, die das auch gerne tun und seit 7 oder 8 Jahren tue ich eben mit den Menschen singen und nicht für die Menschen singen. Schön. Oh, und es geht. Ja. Super. Ja. Diana, die hole ich noch dazu. Diana sagt, wir sind selbst schuld, dass unsere Kinder, wir haben noch gar nicht so viel über die Kinder geredet, verlernt haben zu sparen. Hier ist die Diana. Die Heide hat ja keine Kinder. Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, wenn man Kinder hat. Da denkt man vielleicht ein bisschen anders mit, was zur Seite legen, als wenn man, so wie du, Kinder hat, Diana. Ja, wie ist das mit dem Sparen? Ich habe eine 21-jährige Tochter
Und ich habe meine Tochter so erzogen, also ich bin in einer anderen, ganz anderen Generation aufgewachsen wie mein Kind. Okay. Die Zeit ist viel schnelllebiger geworden. Ich war alleinerziehende Mutter und habe versucht, vielleicht manchmal aus einem schlechten Gewissen meiner Tochter viel zu schenken. Viel zu schenken. Mhm. Ja? Und durch das bin ich ja der Meinung, dass sie nicht sparen gelernt hat. Mhm. Ja? Wäre das gegangen, viel schenken und trotzdem sparen lernen? Oder schwierig. Vor allem, schwierig. Wie macht man das heutzutage, weil die Kinder wirklich alle alles haben und weil sie von allen Seiten so viel kriegen? Das ist ein Problem und ich gehe trotzdem von dieser Meinung nicht weg, dass wir viel aus schlechtem Gewissen handeln. Die Ehepartner oder Lebenspartner trennen sich viel schneller. Jetzt bleibt dann irgendwo ein Kind oder mehrere Kinder, entweder bei der Mama oder beim Papa. Und da sind wir wieder beim schlechten Gewissen beruhigen. Die Kinder haben nicht einmal Weihnachten, sie haben vielleicht 4-5 Mal Weihnachten. Ja? Die Geschenke werden teurer, die Geschenke werden mehr. Wie war denn das bei dir? Du hast ganz gut gelebt und dann bist du auch so ein bisschen, gell, finanziell ins Schleudern geraten. Bei uns war eher dazumals die Trennung, wo ich dann vielleicht übrig geblieben bin, mit einem Haufen Schulden, das sage ich jetzt so, wie es ist, ja, die ich dann auch alleine abbezahlt habe. Ja. Ich habe dann auch ein Kind großgezogen, nebenbei mehrere Ausbildungen gemacht und habe auch für diese Ausbildungen viel gearbeitet. Was sagst du denn zum Monatsweg? Wäre das für dich denkbar gewesen? Ich finde es sehr mutig. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich verstehe die Frauen, die was wirklich aus lauter Verzweiflung oft glauben, das ist der einzige Weg. Ich bin aber trotzdem grundsätzlich der Meinung, bevor man diese Schiene einschlägt, ja, dass es trotzdem immer wieder vielleicht andere Möglichkeiten geben würde, ja, würden sich Frauen oder generell Menschen trauen, in eine Beratung zu gehen. Ich möchte vielleicht schon noch ganz schnell sagen, also du hast gesagt, ja, dass man sich damit, dass man nichts anderes hat und dass man das der richtige Weg findet. Ich habe auch lange gebraucht. Ich wäre vor 5 Jahren nicht hier gewesen, weil ich das nicht gekonnt hätte. Jetzt kann ich sagen, gut, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich es jetzt sehe, wie wichtig das ist. Damals hat es mich einfach gerettet. Mhm. Aber ich stand auch nicht so klar dahinter, wie ich jetzt 100% dahinter stehe. Und du berätst, ich wäre dankbar gewesen, wenn man mich beraten hätte. Aber wie kommst du zur Beratung? Wenn ich zu dir gegangen wäre, ich hätte das Geld nicht gehabt, eine Beratung zu bezahlen, die mir vielleicht sagt, probier doch mal das. Weil du hättest vielleicht gesagt, ja, dann probier doch mal, dort und dort zu arbeiten, aber die hätten mir vielleicht die Arbeit nicht gegeben. Kannst du ihn fragen, oder? Denke ich. Also der Weg ist nicht ganz so und, klar. Und Wolfgang, bevor du antwortest, ist auch der Punkt, es heißt ja immer, naja, wenn du, da gibt es so einen Spruch, also willst du heute sorgen? Nein, also man sollte sparen und an die schlechten Zeiten denken, bedeutet dieser Spruch übersetzt. Ja? Aber viele Menschen sagen heutzutage, kann man gar nicht so viel sparen. Also als Alleinerzieherin mit den Kindern, du kannst Bediener auch, also es bleibt nicht, wie sollst du sparen? Ich frage mich immer, wie haben das unsere Eltern gemacht? War das Leben billiger? Oder die haben sie alle was der Sport? Naja. Was war anders? Aber es ist also, heute tut man es nicht mehr, aber heute kann man mit kleinen Beträgen, als sie das für später ja schon hinsparen. Nicht? Weil was tue ich mit 65? Ja, außer Patrick schafft das. Was tue ich mit 65 oder mit 67, dass ich dann 3 Jobs machen muss, dass ich die Miete zahlen kann? Aber man muss immer wissen, wozu. Genau. Es hat genau keinen Sinn, nur zu sagen, ich spare, damit ich Geld... Ich meine, du magst das halt, weil du willst halt einfach Geld haben, okay. Aber viele... Was mache ich mit dem Geld? Vor allem, man braucht wissen, ja nicht so viel. Ja, eben. Und, ehrlich. Also man kann Gutes tun damit. Bitte? Man kann ja Gutes tun damit, wenn ich will. Ja, okay, aber dann muss ich sagen, ich will Gutes tun und ich will das Projekt unterstützen und dazu brauche ich so und so viel Geld und jetzt mache ich mir einen Weg und schaue, dass ich zu dem Geld komme, damit ich das dann unterstützen kann. Oder ich sage, okay, ich möchte nächstes Jahr einen Urlaub dorthin und dann arbeite ich dafür, aber ich arbeite dann nicht für das Geld, sondern für etwas, was mich
beglückt, was mich erfreut. Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Du hast gesagt, du hast wenig und fühlst dich freier denn je. Heißt das, du hattest früher viel mehr Nein. hast dich von den Dingen getrennt? Nein. Also, gar nicht. Ich einfach nur so, dass ich versuche, dass das, was ich mache, auch Geld bringt. Aber nicht, ich mache es nicht, damit ich Geld habe, um dann irgendwas zu tun. Wenn ich zum Beispiel mit Menschen singe, also im Sommer mache ich Jodel-Workshops in den Bergen, in den Dolomiten. Ich meine, wenn Sie mal 4 Tage in den Dolomiten sein und dort wandern und jodeln, das ist einfach beglückend und erfüllend und schön. Und ich bekomme dann auch Geld dafür, weil ich es denen beibringe, weil so. Und Patrick, wäre das was für dich? Ja, nein, aber... ja, aber verstehst du, ich habe dann eine schöne Zeit gehabt und es war schön und ich habe dann auch Geld, weil ich natürlich auch Geld zum Leben brauche, aber ich habe nicht dann Geld, um dann endlich einmal das zu tun, was ich eigentlich tun will. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich brauche sonst Geld zum Essen und halt die Wohnung zu zahlen, aber recht viel mehr. Und das ist mir wichtig, dass Geld nicht dazu da ist, dass wir glücklich sind, sondern wir müssen überlegen, was macht mich glücklich. Und wenn ich auch dazu Geld brauche, okay, dann muss ich halt schauen, dass ich es kriege. Also ich glaube, dass jeder, ja, sag Michael. Wer die Freiheit opfert, um Sicherheit zu erlangen, wird am Schluss beides verlieren. Und das glaube ich ganz viel. Das ist ein schöner Satz. Ja, ich habe auch einen tollen, sage ich euch gleich. Aber ich glaube, am Ende, wir sind leider schon fertig. So. Ich hätte dich gerne gesagt, Wolfgang, dass ich wirklich dir alles Gute wünsche, toi viel Glück auf deinem Weg, wenn du das so wie Patrick handhabst, mit den Zielen aufschreiben und das, dann wird vielleicht es auch dir gelingen, oder es möge gelingen. Und ich glaube auch, dass jeder für sich jetzt wahrscheinlich etwas anderes mitgenommen hat, weil so viele verschiedene Facetten wir gerade kennengelernt haben. Patrick, dir auch alles Gute und lass deinen Bruder schön grüßen. Ja. Ja. Danke fürs Dabeisein. Danke. Lieber heute gut leben als für morgen sparen war das Thema. Über das liebe Geld werden wir ganz bestimmt noch des Öfteren reden. Zum Abschluss möchte ich Ihnen auch einen gescheiten Satz mit auf den Weg geben von Aristoteles Onassis. Der hat mal gesagt, wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Danke fürs Zuschauen. Alter lieber gemeinsam statt einsam. Sie spielen mit dem Gedanken, zum Beispiel in eine Seniorenwohngemeinschaft zu ziehen? Wir würden gerne mehr erfahren unter 0900 91 00 98.